Und nach der Expedition Deutschland ist vor der deutschen Meisterschaft. Und auf die bereitet sich gerade unsere beste Sportholzfällerin vor. Svenja Bauer heißt die. Und in wenigen Sekunden macht die aus ganzen Baumstämmen Kleinholz. Und das ist nicht nur eine Frage von fast übernatürlicher Kraft, sondern auch von jeder Menge Technik und Fingerspitzengefühl, wie Sie jetzt staunend feststellen werden. Getunte Motorsägen, messerscharfe Äxte, meterlange Einhandsägen, Kraft, Reaktionsschnelligkeit, Lärm. Der Sport, den sich Svenja Bauer als Hobby ausgesucht hat, ist nichts für zarte Seelen, zarte Ohren oder Menschen, die es langsam lieben. Bei mir ist ganz wichtig, dass ich meine Aufregung im Griff habe, weil rein theoretisch kann alles relativ gut. Nur die Aufregung macht mir immer einen Strich durch die Rechnung. Timbersports, das ist Waldarbeit von früher als Hobby von heute. Und weil es für diesen Sport Kraft und Ausdauer braucht, muss Svenja Bauer hart trainieren. Ihre liebste Trainingsfläche, der Garten hinterm Haus im hessischen Niddertal. Dort werden Schultern gestärkt, Beine stramm gemacht, Bauchmuskeln gestählt. In meiner Jugend habe ich viel Sport gemacht, habe dann sogar auch Fitnessökonomie studiert. Nach Ende des Studiums habe ich keine Lust mehr drauf gehabt und habe das Ganze dann so ein bisschen aus dem Auge verloren. Dementsprechend bin ich dann auch leicht in die Breite gegangen. Und durch das intensive Training jetzt hat sich mein Körper nochmal komplett verändert. Sie will eigentlich immer trainieren. Das macht ihr super viel Spaß. Und sie freut sich eigentlich auch immer, wenn man dann mit neuen Übungen kommt und sie einfach auch was Neues ausprobieren kann. Immer mit dabei Hund Apollon. Manchmal mit dabei Schwiegermutter Magdalene. Das etwas ungewöhnliche Hobby ihrer Schwiegertochter. Sie kommentiert es mit einer Mischung aus Stolz und Staunen. Da hatten wir zum Beispiel hier das Straßenfest, was hier alljährlich ist. Und da ist er auch aufgetreten. Und da weiß ich noch, wie viele Männer da drin. Das wollen wir sehen, ein Weibsmensch hier, die hier sehen will, hier im Leben nicht. So ging das, ja. Und dann hat sie da vorgeführt und dann hat sie aufgefordert, ob jemand von den Herren hier mitmachen will. So klein mit Hut sind sie alle abgezogen. So lange betreibt Svenja Bauer ihren Sport übrigens noch gar nicht. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie im Jahr 2010 beim sogenannten Rookie Cup, einem Wettbewerb für Frischlinge. Damals war sie die einzige Frau unter lauter Männern und musste erklären, wie und warum sie in diese Männerdomäne eingebrochen ist. Das ist auch heute noch so. Irgendwann hatte ich so die Schnauze voll. Ich sagte, ich will jetzt Aua sägen. Ich sagte, na, erst machst du deinen Motorsägenführerschein. Den habe ich dann gemacht. Habe dann meine eigene Säge bekommen, bei mir gekauft. Und dann bin ich durch Zufall auf die Homepage von Timbersports gekommen und habe gesagt, das ist ja klasse. Das probierst du einfach mal aus. Die Leidenschaft war geboren und bald auch der Garten entsprechend umgestaltet. Jetzt also teilen sich Hühner, Gemüse, Hasen und ein paar ordentliche Holzklötze das Areal hinter dem Haus. Ein Übungsplatz für ein Hobby, dessen Charme ihr Mann nicht wirklich erkennt. Er selbst würde es nicht machen, weil viele ja dann fragen, macht dein Mann das auch? Sag ich, nee, macht er nicht. Er sieht da drin keinen Sinn. Aber er unterstützt mich eigentlich mit allem. Was mein Equipment angeht, was das Holz, also die Holzbeschaffung angeht, die seelisch-moralische Unterstützung vor dem Wettkampf, die für mich immer auch sehr wichtig ist. Wenn sie nicht allein trainieren will, muss Svenja Bauer ins weit entfernte bayerische Mellrichstadt fahren. Dort wartet ihr Trainer auf sie und dort gibt es Kollegen, mit denen sie gemeinsam üben kann. Im Wettkampf ist die Zeit entscheidend. Wir müssen in den vorgegebenen Linien, die wir uns selber zeichnen, den Block so schnell wie möglich durchschlagen. Wichtig ist, dass wir diese Futters, die wir hier uns vorher reingehackt haben, nicht mit der Axt berühren. Und so gehört die genaue Betrachtung des geschlagenen Holzes zu jeder Trainingseinheit. Philipp Vierwert sieht dem Holz an, wie es zerlegt wurde und was man besser machen kann. Es geht hier nicht darum, einfach auf den Block zu steigen oder vor dem Block zu stehen und den irgendwie planlos zu durchtrennen. Da gibt es Vorgaben, da gibt es eine Technik. 6 verschiedene Disziplinen gibt es beim Sportholzfällen. Und die unbestrittene Königsklasse ist das sogenannte Springboard. Gefordert sind Kraft, Gleichgewichtsgefühl, die richtige Handhabung des Werkzeugs und vor allem Kondition. Bis heute gehört dieser Wettkampf allein den Männern.
Wir zum Beispiel im Schwarzwald machen wir das auch an Steilhängen, aber natürlich nicht mit der Axt, mit der Motorsäge. Stocksaw dagegen ist eine Frauendisziplin. Dabei geht es, einfach gesagt, um das Abschneiden von zwei Holzscheiben in möglichst kurzer Zeit. Wow, Svenja, 10,50. Wow, persönliche Bestzeit. Neben dem Training sind auch die Wettkämpfe eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und mal zu schauen, was die Konkurrenz so macht. Der letzte große Wettkampf war der Chiemgau Cup Anfang Juli. Dort machte Svenja Bauer den ersten Platz und blickt jetzt umso gespannter auf die deutsche Meisterschaft in Winterberg. Ja, als Vorbereitung habe ich in 2 Wochen erstmal einen Wettkampf in Amerika. Da kann ich mich dann wirklich gut drauf vorbereiten, weil ich an 3 Tagen starten könnte. Ich hoffe, dass ich es auch soweit schaffe und werden wir dann mal sehen. Ihr Ziel? Sie will deutsche Meisterin im Sportholzfällen werden. Und deshalb heißt es üben, üben, üben. Ja, und klicken, 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 das können Sie rund um die Uhr auf unseren Internetseiten von heute.de. Damit sind Sie auch bis morgen Mittag bestens informiert. Schönen Tag noch. Ciao.